Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch einen richtig krassen Outfit-Glitch zeigen, und zwar einen brandneuen Maske-Hut-Brille-Glitch. Ja gut, diesen Glitch hat es vor circa 3 Jahren schon einmal auf der PlayStation 3 gegeben, aber Rockstar Games hatte diesen Glitch damals mit dem Heist-DLC gepatcht, aber dieser Glitch wurde nun wieder mit dem Smuggler's Run-DLC entpatcht. Und zwar ist dieser Glitch wirklich der leichteste und beste Maske-Hut-Brille-Glitch, den es jemals gab, und er erfordert auch kein Timing oder so, wie eben der letzte Maskehut-Brille-Glitch mit dem Teleskop in unserem Büro. Jedenfalls funktioniert dieser Glitch auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC, aber ich würde sagen, lasst uns jetzt einfach mal mit diesem Glitch starten. Denn zunächst einmal braucht ihr für diesen Glitch einen eigenen Hangar mit einem Wohnbereich, denn für diesen Glitch brauchen wir eben leider das Bett, welches sich eben im Hangar befindet. Bei allen anderen Betten im Spiel funktioniert der Glitch leider laut des Founders nicht, und deshalb braucht ihr leider wirklich den Hangar für diesen Glitch. Als nächstes braucht ihr ein bereits vorgespeichertes Outfit, auf dem ihr schon eure Wunschbrille und euren Wunschhut oder euren Wunschhelm drauf anhabt. Habt ihr so ein Outfit nun gespeichert, dann zieht euch jetzt nun eure Wunschmaske auf, die ihr gerne auf diesem Outfit gleich drauf haben wollt. Und dabei ist es auch wirklich vollkommen egal, welche Maske ihr euch hier anzieht, denn das Ganze funktioniert wirklich bei jeder Maske. Manche Masken backen am Ende des Glitches auf jeden Fall richtig hart rum, wie zum Beispiel die Pferde- und die Einhornmasken. Und manche Masken backen danach sogar in eure Oberteile rein, wie zum Beispiel diese neuen Tücher, die eben auch Masken sein sollen. Habt ihr nun eure Wunschmaske auf, dann müsst ihr jetzt nun einmal zum Bett rüberlaufen und dort müsst ihr jetzt nun einmal die Pfeiltaste nach rechts drücken, damit sich nun euer Charakter in das Bett reinlegt, und wenn ihr das nun gemacht habt, dann werdet ihr nun merken, dass eure Maske nun verschwunden ist. Seid ihr nun im Bett und eure Maske ist weg, dann öffnet ihr jetzt nun an dieser Stelle euer Interaktionsmenü und dann geht ihr ganz einfach auf die Kategorie Stil und dort wählt ihr dann das Outfit aus, welches ihr euch eben vorhin gespeichert habt, und dieses zieht ihr dann noch an, während ihr nämlich noch im Bett seid. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr jetzt an dieser Stelle noch kurz euer Interaktionsmenü schließen und dann müsst ihr jetzt einmal die Dreiecktaste drücken, damit ihr eben wieder aufsteht. Und dann müsst ihr eben nur noch einige Schritte vom Bett weglaufen und boom, nun spawnt die Maske zurück auf euer Outfit. Und nun tragt ihr Maske, Hut und Brille auf einmal und das Ganze müsst ihr jetzt nur noch in eurem Kleiderschrank abspeichern, der sich ja ebenfalls in eurem Wohnbereich, in eurem Hangar befindet. Ich finde diesen Glitch auf jeden Fall richtig genial und auch übelst einfach, und deshalb denke ich mal, dass ihr diesen Glitch nun auch alle hinbekommen werdet. Nutzt ihn auf jeden Fall, um euch wirklich richtig, richtig krasse Outfits zu erstellen. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr mir auch gerne ein paar Bilder von euren Outfits, die ihr euch eben mit diesem Glitch erstellt habt, auf Snapchat schicken. Denn ich würde auf jeden Fall gerne mal sehen, was ihr denn so für Ideen mit diesem Glitch habt. So Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen richtig geilen Tag, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.